grüß euch, guten Morgen, hallo. Ich sage deswegen guten Morgen, weil es ist 8.46 Uhr für mich. Viel zu früh. Ich bin aber auch schon eine Zeit unterwegs. Bin nämlich am Weg nach Linz. Und zwar zu einer Veranstaltung, die sich da nennt Zukunft aus der Zukunft gestalten. Veränderungen in der Sozial- und Behindertenarbeit durch personenzentrierte Unterstützung. Das Ganze wurde von der Lebenshilfe organisiert und ist eben in Linz im Landeskulturzentrum Ursulinenhof. Und da werden wir jetzt hinschauen. Ihr seid dabei. Mabache TV. Morgen! It's been an incredible two-week journey through Austria. Really extraordinary trip. Das war eine wirklich unglaublich tolle Reise. Zwei Wochen lang durch ganz Österreich. I've never been to Austria before. Ich war niemals vorher in Österreich. So, although my son tells me I did not go to Vienna and that was a mistake. So, ich hatte gedacht, ich gehe nach Wien, aber das war ein Irrtum. We'll go to Vienna next time. Wir werden nach Wien das nächste Mal kommen. And that applies not only for people who can speak for themselves, but for lots of people we met this week who need a lot of support to express their interest and their hopes. Da gibt's so viele Menschen, die auch nicht nur für sich selbst reden, sondern auch füreinander reden über ihre Hoffnung. Die Lebenshilfe Österreich hat Beth Mount aus den USA eingeladen, für zwei Wochen durch Österreich zu touren. Gemeinsam mit einem kleinen Team aus Selbstvertretern hat sie Workshops abgehalten zum Thema personenzentrierte Begleitung. Bei personenzentrierter Begleitung geht es vor allem darum, den behinderten Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, wenn es darum geht, Entscheidungen für sein Leben zu treffen. Angenommen, es geht darum, von der Schule, was kommt danach? Sollen sich alle relevanten Personen zusammenfinden und mit der Person gemeinsam eine Planung entwickeln, wie es weitergeht? Das heißt Eltern, Lehrer, mögliche Berufsschule, mögliche Arbeitgeber, dass die sich zusammensetzen und einen gemeinsamen Weg finden, wie das gewünschte Ziel der behinderten Person erreicht werden kann. Das Thema ist wichtig und ich finde, Veranstaltungen wie diese helfen dabei, es unter die Menschen zu bringen. Ich habe nun eine Frage an die Behindertenbewegung. Wie groß wäre der Aufschrei, wenn eine, sagen wir, Bank oder eine politische Partei eine behindertenspezifische Veranstaltung plant und durchführt und diese ohne Gebärdendolmetschung auskäme? Oder wenn der Hauptredner zum Beispiel nicht Deutsch spricht und wenn es dann keine professionelle Live-Übersetzung gäbe. Ich denke, der Aufschrei, der wäre riesig. Vor allem, wenn es sich um eine halbwegs große Organisation handelt. Und ich finde ganz persönlich, die Lebenshilfe Österreich gehört zu dieser Kategorie. Und wenn sich die Lebenshilfe Österreich es leisten kann, eine Amerikanerin für zwei Wochen einfliegen zu lassen und mit einer Gruppe von Selbstvertretern zwei Wochen lang durch Österreich touren zu lassen und dort Workshops abzuhalten und dann am Ende bei der Abschlussveranstaltung zu sparen beginnt an den Dolmetschern. Für mich ist das einfach nur traurig. Das ist eine professionelle und ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema, sieht für mich anders aus. Wie seht ihr das? Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr das auch so seht oder ob das, naja, wenn es zu teuer ist, kann man ja mal drüber hinwegschauen. Das war's für heute. Ich fahre jetzt nach Hause. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier auf Mabacher TV. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin.